Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. In der letzten Folge hatten wir ja zwei Dungeons gemacht. Eines ging ja sehr, sehr schnell. Das andere war eher ein Irrgarten, wo ich auch irgendwann keinen Bock mehr hatte, da rumzugeistern und alles nochmal abzulooten. Und jetzt haben wir vor, die Sachen nochmal eben ganz schnell zu verkaufen. So, können wir jetzt eben noch schnell. Hier ist Cell. Machen wir das alles eben so ganz schnell weg. Obwohl, wir haben auch ganz schön viele im Inventar. Das lassen wir noch eben. Und was haben wir hier? Auch noch sehr viel. Jo, 11.000 würden wir dafür kriegen, also wert. 3.051 Gold einfach mal. Der Dungeon hat sich gelohnt. Wir machen ordentlich Kohle hier jetzt. So, hier können wir auch noch schnell was verkaufen. Wenn wir den Händler finden, hier. So, was hat er? Beziehungsweise, ja, hier. So, sonst können wir nichts. Jo, wir machen aber richtig viel Kohle und zwar richtig schnell. Dem können wir auch noch bestimmt irgendwas verkaufen, oder? So. Ne, können wir nicht. Hier können wir auch mal gucken. Vielleicht haben wir noch doch noch irgendwas für ihn. Sell. Mal schauen. Nope. Aber wir können mal gucken, was er hier hat. So. Plus 7. Nope. Hat er auch nichts, was wir haben wollen. Okay, dann gehen wir mal wieder. Und dann können wir eben hier zur Bank unser Geld einzahlen. Deposit 6.536 und Enter. Wir haben schon 32.000 Gold. Wir werden hier richtig schnell reich durch solche kleinen Quests. Aber irgendwas haben wir. Wir haben doch noch ein bisschen was im Inventar. Und im Wagen haben wir. Okay, nur noch die Dinger. Ah, die Priesterroben können wir noch verkaufen. Dann können wir das hier eben machen. So. Was kann ich denn verkaufen? Das hier. Und so, 42 Gold. Dann haben wir 42 Gold noch im Inventar. Und dann würde ich sagen, wir holen uns mal die ganz neue Quests von unserer Gilde. Und dann machen wir uns auf den Weg wieder Richtung Hauptquest. Ich glaube, wir müssten dann gut genug geskillt sein. Oder vom Level her hoch genug. Welchen Level haben wir? Momentan immer noch Level 4. So, und dann hier jetzt. Get Quest. Ja, und dann Killing a Giant. I've just gotten word of a giant raiding farms and devouring cattle. My name? A thousand apologizes, Max. I am Andin Yermsley. Will you go slay the giant? Ja. The giant has made a den out of Yermwing Tower. Go there and kill him. You might find other giants there. Kill them if you must, but be sure to get the one with the beer claw branded on his arm. I can only give you 10 days. Yermwing Tower. Okay. Dann versuchen wir das mal. Ich hoffe, wir sind stark genug dafür. So. Feind. Yermwing Tower. Da hinten. Ja. Und dann reisen wir mal dahin. Und machen hier nochmal ein Safe Game auf die 4. Und so.
Und hier müssen jetzt Riesen sein? Es gibt Riesen? Wahrscheinlich drinnen, ne? Dann hier nochmal Save Game auf die 2. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie die Riesen hier aussehen. Okay. Das war der erste Riese. Der war direkt hier drinne. Säbelzahntiger gestorben. Dann gehen wir noch hier. Boah! Skorpion? So, was gibt's hier? Ein Ork? Alles mitnehmen. Mein Lootfinger hier. Hier gibt's auch nichts. Und hier auch nichts. Wir gehen erstmal da lang. Und noch ein Ork gekillt. Nice. So. Na, wir müssen gleich auch irgendwann wieder zurück zum Eingang. Vielleicht machen wir uns jetzt gleich sofort wieder auf den Weg dahin. Wenn wir den Weg wieder zurückfinden. Ich glaube, hier war der. Und dann so. Und dann hier irgendwo. Müsste der doch gewesen sein, ne? Ja, hier. Und so. Remove, genau. Machen wir erstmal alles hiervon da rein. Was ist denn das? Eine Perle. Einfach nur eine Perle, okay. Dann. Komm, wir gehen mal hier lang. Nein? Jetzt will ich wieder hoch. Okay, hier gibt's nichts. Oh. Okay, den haben wir auch gekillt. Okay, die Riesen sind schon aber stärker, als ich erwartet hatte. So, und dann jetzt noch die Treppe wieder hoch. Und dann mal schauen. Okay, das ist ein bisschen weitläufig anders, wie ich dachte. Bisher. Okay, wir müssen uns einmal so. Okay, irgendwo ist wieder ein Riese in der Nähe. Dann machen wir hier ein Safe Game, nochmal auf die 2. Für den Fall sollten wir jetzt wegen dem Riesen doch noch drauf gehen. So, der hat aber nichts. Dann machen wir hier vielleicht einmal so. Okay, wir können heilen, ohne dass neue Feinde hier ist direkt vor uns spawnen. Mittlerweile. Finde ich super. Ah, den Gang hatten wir doch schon mal. Aber hier den Raum hatten wir noch nicht. Wenn wir hier jetzt reingehen würden. Komm. Ah, das ist der.
Das war das Ziel, okay. So. Haben wir hier noch irgendwo Türen? Hier geht's noch weiter. Scheint noch ein Weg zu sein, wo wir noch gar nicht waren. Wir gehen dahin erstmal, die Tür. Was ist denn das? Nichts. Ein bisschen enttäuschend, aber okay. Wo sind wir jetzt? Ah, okay. So, den haben wir auch mal erledigt. Gibt's hier noch Loot? Schade. So, den haben wir auch noch. Der hat nichts. Wir müssen langsam aber wieder neue Skills haben. Oh! Okay. Dann hier. Einmal das. Nee, nicht equippen. Removen. Alles da rein. So. Fehlt hier noch irgendwas? Haben wir noch irgendwo was nicht entdeckt? Ja, ganz hier hinten, glaube ich, oder? Ne, doch nicht. Hier waren wir noch gar nicht, ne? Wie kommen wir da nochmal hin? Indem wir diesen Weg hier hinten gehen, okay. Also, da lang. Und dann hier nochmal nach ganz oben. So, und ab jetzt nochmal schauen. Genau, geradeaus durch. Und dann hier. Den hatten wir schon gelootet, oder? Ne. Doch, hatten wir. Okay, es geht noch weiter hoch. Yo. Okay, der war jetzt hart. So, den haben wir jetzt auch noch. Dann müssen wir noch einmal kurz das hier machen. Ich finde es schade, dass ich hier die Schränke nicht looten kann. Keine Geheimtür, okay. Hier gibt es auch nichts. Wir gehen erstmal hier lang. Ah, okay. Ging nur im Kreis. Dann bleibt uns nur noch der Weg hier nach oben. So, Ork getötet. Und den hier noch. Okay, schade. Ich würde die Sachen wirklich gerne looten. Noch einmal schauen, haben wir irgendwo noch irgendwas vergessen? Irgendwo irgendwas. Nope, sieht bisher noch nicht so aus. Okay, dann können wir wieder zurück nach unten. Und die Quest mal eben wieder abgeben, wenn ich den Weg nach unten wieder finde. Der hier rausführen soll eigentlich. War das denn? Nee. Hä? Ach, hier. Das ist der.
So, nochmal Adler. Genau, dann hier geradeaus durch und dann. Und dann wären wir schon am Ausgang. Und hier hops. So. Erledigt. Dann wieder zurück nach Daggerfall. So, ja. Und los. An unfamiliar object on your pack catches your eye. It is a letter addressed to you in an elegant flowing script. How did that get there? Letter after you. Use the time wisely. Bella de Biff Mixsmith. Use. Dear Max Deus II, or should I call you Malice, as you are, known to the common folk of Daggerfall, who bar their doors against you in fear each night. Yes, I know who and what you are, and your days of terrorizing the Iliac Bay are numbered. I offer you a simple choice. Renounce your lycanthropy, or be hunted down like the wild beast you are. Let no one say that Bellada Wicksmith lacks compassion. I offer you one last chance to save yourself. Go to Elisuna, Masterfort of the Temple of Kinneret in Wailing Martyr of Kinneret, if you wish to live. She is wise in the ways of lycanthropy, and if anyone can help you, she can. I will wait 60 days before sending my hunters after you. Use the time wisely. Okay. Sind wir jetzt gesuchter, gejagter Mann? So, Leute vorbei. Sagen wir jetzt nochmal 4 Stunden. Dann können wir die Quest jetzt eben abgeben. Weil wir ein Werwolf sind, aber jetzt, wo ich weiß, dass wir das auch jederzeit uns wieder entzaubern können vom Werwolf-Dasein, will ich es beibehalten. Vor allem, wir sind extrem stark dadurch. So, wir wollten da lang. Quest eben abgeben. Ja, davon müssen wir schon gleich da sein. Ich sehe schon. Also, ich gehe von aus, dass wir gut gegen den da klarkommen werden, der uns da jagen will. Und wenn nicht, haben wir ja immer noch zum Glück die Speicherfunktion. So, einmal abgeben. Now you are a true giant killer, Max. And to think I got a shake to your hand. Geil. Jetzt schnell wieder verkaufen gehen. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Hauptquest. Erstmal hier aber trotzdem Geld verdienen gehen. So. Hier erstmal das alles. Und aus dem Wagen. Haben wir hier noch was für ihn? Ich glaube, das sind nicht die beiden, die uns so stark machen, weil dann, ich glaube, die hätten wir ausgerüstet haben müssen. Ja, komm, ist egal, nehmen wir so. Nehmen wir so hin. Was hat er denn hier eigentlich für uns? Wir sehen nichts Goldenes oder so in der Art von Mithril oder keine Ahnung. Okay, Mithril müsste eigentlich dunkelgrau sein. Geht von aus, Mithril ist dunkelgrau. So. Ah, warte, da waren wir. Und verkaufen. Was ist unser Ruf hier eigentlich mittlerweile? Immer noch undependable. In Daggerfall haben wir es immer noch verkackt. So.
Okay, dem können wir nichts verkaufen. Den können wir auch nichts verkaufen, aber wir können hier mal eben kurz kaufen gehen. Ob der jetzt endlich mal was Vernünftiges da hat. Plus 9, aber der hier gibt plus 13. Oder können wir ihm noch irgendwas geben, hier anbieten? Nope. Und hier können wir noch was verkaufen. So. Nee, ich glaube, wenn wir das hier verkaufen. Doch, komm. You cannot remove this item. Okay, dann nicht. Finde ich schade. Der hat hier aber auch irgendwie nichts Sinnvolles. Was ist das? Eodorik. Noch ein Eodorik. Okay. So, und was haben wir hier? Für ihn. Nichts. Hier können wir ja auch nichts verkaufen. Jetzt suchen wir nochmal den einen, wo wir die goldenen Dinger hier, also mit diesen drei goldenen Kugeln, das war hier im Süden. Da können wir auch noch ein paar Sachen verkaufen. Ah ne, hier der Juwelier, den können wir ja noch ein paar Sachen abgeben. So, den da. Sell. Er können wir nicht. Aber hier hat er bestimmt auch noch was. Ein Bracelet. Ein Torque. Haben wir einen Torque hier? Was bringt ein Torque eigentlich? Bracer. Noch ein Ring. Ein Bracelet. Bracelet haben wir. Und ein Wand. Dann haben wir Jade, Bracer, Mark, Ring, Torque, Cloth Amulet und noch ein Wand. Was haben wir hier? Na, ich glaube, wir werden noch magische Dinger davon finden. Beziehungsweise, ich will jetzt mal wissen, was macht das hier? Info. Conditions slightly used, worth 1200 Gold, okay. Item Powers, Powers Unknown. Okay, ist mir egal. Und hier ist immer noch alles so, okay. Aber wo war denn jetzt der Laden mit den drei goldenen Kugeln? Ich glaube, Daggerfall Mail. War die Daggerfall Mail. Nein, war es nicht. Dr. Theodore Poundbrooks vielleicht? Ich vergesse das immer wieder. Ja, hier, das war das. Doktor. Hä? Ja. So, sell. Okay. Ein Gold. Ja, dann eben nicht. So, dann schauen wir mal jetzt hier. I have 60 days before the hunt begins. Okay. Aber wir wollten das hier weitermachen. I met with Lady Brisiana in a tavern room. She told me that the three major powers of the Iliac Bay are Daggerfall, Rarest and Sentinel. If I am to investigate the mystery of Lysandro's ghost, I should start by speaking with the royal families of these fiefdoms. Ja, wir gehen jetzt auf hier in Daggerfall in Richtung des Palastes. Wo war denn der jetzt genau? Der war im Norden da. Ein bisschen mehr Osten. Und ich hoffe, wir sind stark genug, um
die Hauptquest jetzt mal zu machen. Dann fangen wir halt mit Dagger voll an und vielleicht schaffen wir es hier, unseren Ruf wieder auszubessern. So. Ja, jetzt können wir direkt so straight Richtung Osten. Und hier rein. Und so. Okay, lädt. Es lädt. So. Genau, wieder yes. Ich feiere das immer noch, dass man hier so richtig mit denen noch reden muss. So. My husband's poor grandmother, Nulfaga, is rumored to be in a very frail health. Her once brilliant mind almost utterly destroyed. She has locked herself in her castle in the Rothgarian Mountains and experiments in magical studies with no regard for her own safety. I would know of her condition, but few possess the bravery to face the horrors of her castle and speak with her. My reward for a report on her health is the magical shows. Will you be my champion on this? Natürlich. Spirit Sword, I am glad to have found a champion. The name of her castle is Shedungend, and it is should not take you longer than 150 days to go there and return. If she is insane, Shedungend may be a very dangerous place indeed. Be very careful. May Kinnareth and Mara protect you. Das ist jetzt aber keine Hauptquest, oder? Wir haben jetzt so eine random... Do you wish to assess your wagon and stay in Daggerfall? No. Also, das ist nicht das, was ich suche hier. Oh, Big E, the Queen of Daggerfall has asked me to check on the condition of her grandmother-in-law, Nulfaga. Shedungen of Rothgaria. Okay, kann ich hier jetzt direkt mit F finden? Nö, ich muss so. Rothgaria. Nein. Das war doch Dragontail. Rothgarian Mountains hier vielleicht war das. Rothgaria. Oder warte. No. Ich muss mir das nochmal ansehen und Shedungend of Rothgaria. I am to go to Nulfaga's castle, Shedungend of Rothgaria, and talk to her to see if she is well. Nulfaga's castle, glaube ich, muss ich eher. Okay, nochmal. Find Nulfaga's Castle. Nein. Null. Hä? Okay, warte, dann kann ich so auch suchen. Okay, das ist jetzt geil. Dass ich hier so einmal jede einzelne Stadt in diesem Bezirk hier suchen kann. So, jetzt gucken wir mal. Gibt's nicht. Okay, warte, ich will nochmal. Me to check on the condition of her grandmother-in-law. Nulfaga. I am to go to Nulfaga's castle, Shedungend of Rothgaria. Also doch, Shedungend of Rothgaria. And talk to her of... Also Shedungend muss ich suchen, eher. Und das muss vielleicht in Rothgaria sein? Ganz normales Rothgaria? Hm.
Varus, hier Govardon, Mornumph, Ringtail Mountains, Ephesus, Satakalam, Leyland, Ringtail Mountains, hier Santaki, Darkthrone, Alikra Wüste, Tigonus, Sentinel, nochmal Bergama, Mirkwasser, Otago, Kairu. Also doch wahrscheinlich hier. Und dann so. Pen Dungen. Shendungent. Ja. Trip kostet 100. Okay, zahlen wir. So. Und Save Game auf die 1 machen wir hier jetzt mal. Ich hoffe, das ist jetzt hier richtig. Okay, neue Musik. Also das magisch, das Ding. Aber das feiere ich jetzt gerade. Komplett neue Musik. Hier geht's nirgendwo weiter. Die sind da hinten am Kämpfen. Irgendwo. Ein Imp ist gestorben. Hier haben wir Asche. Komm, wir gehen da rein. Wir gehen hier hoch. Nice. Warte, was haben wir da mitgenommen? Okay. So, den haben wir jetzt auch. Ah, warte, ich habe es jetzt gerade gesehen. Hier. Dwarven Warhammer. Nice. Aber hier kommen wir nicht weiter. Oder war da irgendwo noch ein Hebel oder so? Ich sehe hier keinen Hebel. Schade. Also hier kommen wir erstmal nicht weiter. Dann gehen wir hier mal weiter. Oh. So, Zombie gekillt. Nice. So. Da stand gerade, ich fühle mich, als müsste ich wieder jagen. Das heißt, wir müssen gleich ein paar Unschuldige töten. In Werwolf-Gestalt. So, den haben wir auch. So, einmal nochmal kurz zurück. Alles in den Wagen packen. Wo war denn das? Okay. Hier geradeaus durch. Hier noch nicht. Auch wieder zu weit. So, hier war das irgendwo. Oder war es hier? Hier war das. So, einmal alles removen. So, was haben wir hier noch alles? Das hier. Und das alles. So, da war aber auch jede Menge geiler. Ah! Hier war eine geheime Tür. Wer hätte das jetzt gedacht, dass hier eine geheime Tür ist?
Und ein Imp haben die hier gekillt. Ich glaube, das ist die Musik für wirklich für die Hauptstory. Ich glaube, das ist storyrelevant, was ich hier mache. So, hier wollten wir jetzt hin. So, den haben wir. Alles mitnehmen. Da ist noch jemand. Okay, da war ein Rucklau. So. Nice. Unaufhaltsam sind wir. Hast du geschossen? Nein. Ach nee, und wir haben erst hier draußen gespeichert. Ah, ich habe mich so gut gefühlt gerade. So sicher. Dann machen wir hier nochmal ein Save Game auf die 2 und fangen da hinten an. So, der hat nichts. Das war jetzt echt traurig. So, Imp. Dann machen wir hier jetzt immer ein bisschen mehr Safe Games. Weil der jetzt ordentlich getroffen hatte, kritisch getroffen hatte und uns mit einem Schuss erlegt hat. So. Wahrscheinlich hier hinten waren die jetzt. Okay. Was haben die für Waffen, dass ich jetzt so schnell kaputt gehe? So, dann machen wir hier nochmal. So, den haben wir jetzt. So, jetzt nochmal schauen. Steel Broadsword. Gehe ich wirklich mit Steel so schnell kaputt? Und jetzt auch nochmal ein Safe Game. Wir gehen erstmal hier hin. Können wir das da mitnehmen? Nö. So, den haben wir. Der 3 Herz. Nice. So, nach jedem Gegner machen wir einmal ein Safe Game. So, gut, dass wir ein Safe Game gemacht haben. So. Gut, den haben wir jetzt auch. Nochmal. Weil da ist ja noch einer drin. So. Und dann würde ich sagen, hier noch einmal kurz gucken. Ah, okay. Dann gehen wir jetzt noch einmal ganz kurz zurück. Alles in den Wagen einlagern. Aber das war jetzt echt heftig, fand ich. So. Alles erstmal auf Removen. So, hier haben wir nichts, hier haben wir nichts. Hier haben wir aber jede Menge. Und dann können wir hier nochmal Safe Game machen. Und dann gehen wir nochmal dahin. Wir waren da lang gegangen. Und hier waren wir ja noch nicht fertig.
So, dann machen wir hier auch nochmal. Ich mache jetzt so viele Safe Games, Leute, weil ich weiß, die können uns jederzeit richtig kaputt machen. Wie jetzt gerade zum Beispiel. So, nochmal. Okay, woran liegt das? Woran liegt das, dass wir jetzt gerade die ganze Zeit drauf gehen? So, ich mache hier Safe Game jetzt. So, den haben wir jetzt. Und der hat nichts. Dann hier wieder Safe Game. Oder liegt es wirklich tatsächlich daran, dass ich hier als Werwolf gerade diese Jagdtriebe habe, dass ich jetzt jagen will? Komm, jetzt geh auf. Komm schon. Toll. Hat sich echt gelohnt. Okay. So, dann das hier noch einmal. Warte, hier. So, jetzt haben wir sie. Und nochmal Save Game. So, noch einmal. Und jetzt will ich wissen, ich bin healthy. Aber Lock vielleicht hier? Nee. Das sind Finished Quests. Notebook. Discover the location of Agrin Laboration of the Studying Map. Ah, hier kann ich nochmal alles nachlesen. You feel the need to hunt the innocent. Okay, hier steht das. Hä? Affiliation of the Knights of the Dragon, Rank Keeper. Wir haben jetzt ein Safe Game gemacht. Ah, komplett neuer Bereich, okay. So. Alles mitnehmen. So, dann hier nochmal Safe Game. So. Und dann, hoppla. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.